kaputt. Ein wunderbares herzliches Willkommen zurück zu Half-Life Schlussgangs 2. Wir befinden uns jetzt hier immer noch am Trambahnhof und fahren jetzt mal los, zu gucken, wo sie uns hinbringt. Was mir aufgefallen ist, dass die Sitze irgendwie doch ein bisschen falsch proportioniert sind. Wir haben ja noch, oh Gott, keine Tür und da wäre ich gerade fast rausgefallen. So. Und der 3D-Sound nervt. Ein Ohr von mir ist immer taub. Ich meine, ich lasse da den Sound. Oh Gott. Die ignoriere ich mal lieber. Ich hab's versucht. Ja. Ich lasse zwar ab sofort das Audio von Half-Life separat durch einen Stereo-Enhancer durchlaufen, wo ich bearbeite es mit dem Stereo-Enhancer, aber der macht auch nicht immer das, was er soll. Also manchmal funktioniert es richtig gut, manchmal nicht. Manchmal ist das FL Studio, ich würde das Audio von diesem Video immer durch einen Stereo-Enhancer halt durchrennen lassen, damit es halt nicht mehr so ein Ohr taub ist. Ach du Heilige. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Wie komme ich hier raus? Ah, durch die Tür. Ach, natürlich, und er verpisst sich wieder. Wie ist der eigentlich gestorben, gerade der Typ? Ich meine, ich habe ihn nur im Arm getroffen und er ist gestorben. Bitte lass hier ein Secret sein. Nein, hier geht's wieder Sequenz weiter. Okay. Ja, hier muss doch irgendwo noch ein Secret sein. Hoffe ich mal. Ah! The third digit code. Okay, ich habe auf jeden Fall Numero 3 und Numero 4. Aber mir fehlt Numero 1. Das könnte sich jetzt als Problem erweisen. Was war eigentlich der Digit Code? Fuck! Oh. Ich hab den Digit Code vergessen. War er 4? Möglicherweise. Ja. 3, 4. Wahrscheinlich ist der erste einfach nur 2. So. Ach, komm schon. Hier geht's nicht durch. Das heißt, reite mich durch diesen Tunnel. Oh Gott. Das war eine schöne Reaktion. Und die Rauchschwade ist sehr kaputt. Außer den Skill, über einen Feller drüber zu schießen und dich trotzdem zu töten. So, nice, wo geht's lang? Ah, hier. Und was kommt da auf mich zu? Gut, jetzt haben wir auch hier die Tür offen. Bringt mir jetzt auch noch nichts, aber trotzdem. So, können wir hier irgendwas machen? Dip-di-dap-di-dup-di-du? Nö. Wir könnten hier rein und könnten uns die... die Granate holen. Wie viele Granaten haben wir jetzt? 2? 9, 6. Nice. Bitte lass jetzt keine Soldaten drin sein. Oh, okay. Ey, 1?
Was wäre jetzt 2 gewesen? Andere Frage. Ist es dasselbe Stockwerk oder ist das... Also dasselbe Stockwerk, wo wir gerade rausgekommen sind, oder ist es noch eine Etage weiter oben? Okay. Das war schon das Richtige. Kontrolle ist besser. Hat er mich erschreckt. Haben wir sie alle? Ja. Schön, auch mal eine Mod zu haben, wo nicht nur ich mit dem Pfeilgewehr kämpfe. Oder mit der riesigen Blasterkanone, die jetzt an den Roboter dran gefestigt ist. Wow, Ding wird's auch nicht mehr gut. Gut, hier geht's nicht rein. Und hier ist eine Fliese draußen. Okay. Komischer Boden habt ihr. Gut. Straße? Was? Was? Okay. Okay. Was kommt jetzt? Ein Auto, das mich umfährt? Ein Lastwagen, der mich umfährt? Irgendwas anderes, was mich umfährt? Das war teilweise eine sehr große Munitionsverschwendung. Wie viel habe ich eigentlich noch? Okay, es geht. Könnte mehr sein, aber so viel entstellend. Sieht alles sehr funky farbig hier aus. Ist das der Computerkern? Egal was es ist, es gibt sehr laute Geräusche von sich. Ich frage mich, ob wir gerade die Kühlung zulassen oder die Kühlung... Ich glaube, wir tun die Kühlung gerade abdämmen. Ja! Warning. Malfunction. Computer core will reach maximum temperature in 5 minutes. Was? Fuck. Warum habe ich das getan? Macht das nicht... Ist es nicht eher schlecht, wenn ich das tue? Anscheinend nicht. Anscheinend wollen das alle von mir. Es scheint mir trotzdem keine gute Idee, den Computerkern zu überhitzen. Aber was soll man machen? Was macht man denn nicht alles für, ich weiß nicht mal, warum ich das überhaupt tue. So, wo sind wir jetzt? Das kann ich nicht drücken. Oh. Ich sehe schon. Ich brauche. Nein. Oh, okay, das hat schon gereicht. Attention. Computer core lockdown. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, ich renne einfach weg. Wiedersehen. Oh Gott. Dead. Okay. Was mache ich eigentlich falsch gerade? Was ist... Ist das Gas? Oh oh. Wenn das Gas ist, habe ich gleich ein ganz großes Problem.
Egal was ist, Hauptsache als tiefer runter. Das kann nicht schlimmer werden. Space Station. Well done, Gordon. The core secure for the moment, and possibly for good. Eason has determined the remaining Savagus troopers have abandoned Black Mesa. That's good news. Now we can start on recovery efforts. Not quite yet, unfortunately. We've got another major problem. Go ahead, Eason. While you were engaging the forces in the core, a large number of troopers used the dimensional phase device in Sector D to teleport themselves to Space Station Libra. Huh? Space Station Libra? What the hell are you talking about? It is referred to as SSL for short. And it's no wonder you've never heard of it, Gordon. It's not widely known to exist. It's built on an asteroid in close orbit of a planet in Zen space named XP-21. We built the station and its associated space elevator to permit extraction of resources from the planet's surface. Why not just teleport samples from the planet, like we did everything else? The planet has an extremely strong magnetosphere that interferes with teleportation. We built the station because the planet's surface is rich in tellurium fluoride crystals, which are needed to power the teleportation devices. Okay, so what's the problem with the Schwarz guys invading the station too? If they only took the crystals from the planet, that would be bad enough. However, the station was also home to the research team, working on the quantum molecular sequence device. Ah, the mysterious QAMS device. It's been a rumor for some time. Can it really sequence subatomic particles into any desired element or molecular structure? Yes. It'll turn lead into gold, uranium into water, you name it. Not bad for the first device humanity built from a cold fusion power cell. Specifically, what the Savard guys wanted, besides its power as a weapon, we don't know. Let me guess. I need to get over to SSL and stop these clowns before they make off with it, right? Exactly, Gordon. But you'll have help from me. I'll be monitoring you from Earthside via the communications link-up. Just go to a communications console, the ones with flashing red lights, to reach me. We have a teleportation node right here. Much more compact than the device you are used to. So once again, gear up, and good luck. Okay. Space Station Libra. Gut, gut, gut. Dann rüsten wir uns noch einmal aus. Ich hoffe, jetzt das Lager ist neu aufgefüllt worden. Was man stark annehme. Ja, Tatsache. Ich habe mich gerade gewundert, weil die Schrift rot ist und da trotzdem ready steht. So. So, was brauchen wir? Brauchen wir noch irgendwas? Nein, sieht nicht so aus. Gut. Oh, was da oben? Ach, gar nichts. Okay. Okay, okay, okay. Space Station Libra. Jetzt kommen wir wahrscheinlich auch zum Teleporter. Würde ich sagen, da gehen wir in der nächsten Folge hin. Wir sehen uns nächste Folge auf der Space Station Libra wieder. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao.